Okay, der läuft da hinten lang. Und zwar klettere ich jetzt hier hoch. Oder zieh die Waffe und kletter dann hoch. Nein! Natürlich. Natürlich musste der mich sehen. Zumindest die da werde ich ausschießen, denn jetzt muss ich doch langsam Munition sparen, denn die brauche ich glaube ich noch. So, ganz vorsichtig, wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ist er hier vorgelaufen? Nee. Der muss doch irgendwo sein. Ja, ich habe nämlich dieses Teil schon mal gespielt, deshalb weiß ich, dass der hier dann hier unten steht und ich den von oben Was war denn das? Erwischen kann. Und darauf warte ich jetzt eigentlich. Da ist er. Ach, der ist wieder vorgelaufen. Okay, das ist mir neu. Hoffentlich klappt das jetzt. Hey, sehr gut. Okay, da hat mich einer gesehen. Ich nehme einfach mal den Körper. Und werde den mal hier so ein bisschen im Schatten verstecken. Ich hoffe, das reicht. So. Und jetzt muss ich nämlich ins Polizeirevier. Und das ist da hinten. Allerdings macht mir dieser Kerl da oben irgendwie Sorgen. Ich habe aber keine Lust, auch schon wieder Munition zu verschwenden. Obwohl, was soll der schon machen? Was soll der schon machen? Gut. Juhu, das wäre, glaube ich, geschafft. Jetzt bin ich nämlich beim Polizeirevier. Yeah. Und zwar setze ich jetzt meinen coolen Wandsprung ein. Oder auch nicht. Komm schon, Sam. Okay, und der erste Abschnitt wäre geschafft. Und jetzt kommt der schwierige Teil, denn ich habe es zwar beim ersten Mal oder bei dem letzten Teilen und Üben habe ich zwar bis hierher geschafft, aber auch dann nicht viel weiter gemacht, weil ich es doch immer noch blind spielen wollte. Und deshalb weiß ich jetzt nicht, was mich hier erwartet. Ist hier jemand? Gut, hier scheint schon mal niemand zu sein. Okay, hier hinten ist nichts. Und hier sehe ich auch schon ein Schloss an der Tür. Ich habe davor ein paar Sticks, glaube ich, aufgesammelt, ne? Da müsste doch dann irgendwo der Code stehen, ne? Haben wir hier. Ja, hier steht kein Code drin. Da ist einer. Der Schlüsselcode, um ins Polizeirevier zu gelangen, lautet 5929. Der Weg führt hinten herum zu den Aufnahmezellen. Am besten, sie gehen nachts, wenn die Betrunkenen alle schlafen. Okay. Also sind wir hier an der Hintertür. Was war das? 5952? 5952? Nein. Nee, wie war das nochmal? 5929, okay, gut, dann halt so rum. 5929? Ja, sehr schön. Okay. Wow! Da ist ja schon einer. Okay.
Sehr schön, Tür ist zu. Und der geht da hinten rein. Hoffentlich bleibt er da drin. Ach, da ist er. Oder? Ist doch der. Sind hier Leute in den Zellen? Jo, da sitzt einer. Oh Gott, hoffentlich sieht er mich nicht. Ist hier einer? Nee. Was macht er? Oh Gott. Wer war das? Ah. Durch Zufall den Schalter benutzt. Sehr schön, der hätte mich jetzt fast gesehen, ey. Oh. Puh, das war aber echt knapp jetzt. Schön wieder ausschalten. Ausschalten, sehr schön. Okay, da ist schon mein PC. Schauen, ob der mir weiterhilft. Speichersticker aus dem Computer genommen. Was steht denn in dem Speicherstick? Beweismaterial. Kiwi, ich weiß, du bist neu hier. Deshalb werde ich dich diesmal nicht die Daumen brechen. Was? Diesmal nicht die Daumen brechen lassen. Keine Fragen an... Was? Lord Kip... Was? Lord Kipan... Pipinites? Ach Gott, was sind denn das für Namen, Leute, ey? Egal wie der heißt, nicht, wenn dir Job und Leben lieb sind. Lass uns heute Abend einen heben. Dann werde ich dir ein paar Dinge erklären. Besso. Ja, ein Heben hätte ich auch Lust. Nach diesem Stress hier. Okay. Also nützt mir dieser Stick schon mal gar nichts. Okay. Da ist eine Tür links. Links ist eine Tür. Am Feuerlöcher komme ich nicht vorbei. Oh Gott, da ist einer drin, oder? Jo, da ist einer. In dem Gang ist niemand. Tür öffnen. Die ist zu. Okay, ganz langsam. Ist irgendwo ein Lichtschalter, damit ich das ganze Licht hier ausschalten kann? Natürlich nicht. Okay. Komm, lauf mal. Wie läuft der? Okay, der läuft dahinter. Ich glaube, der läuft dort nur hinterher, kann das sein? Hin und her kann das sein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist hier noch einer? Nee. Da hinten ist auch noch eine Tür. Alter Verwalter. Bis an die Zähne bewaffnet, so sieht das aus. Oh Gott. Oh Gott sei Dank. Los, komm schon. Schleich dich an, mach ne tot. Mach ne tot! Ah. Jawohl. Computer. Okay, diesmal kein Stick. Sehr schön. Okay, ganz langsam. Da ist auch noch ein PC. Was ist das? Ist da jemand? Lass mal in den PC gehen. Ah, so viele Rechner. Oh, Notiz. Das klingt wichtig. Daten. Ah, so viele S-Sticks. Überwachungskameras in der Leichenhalle, aha. Feldwebel, ich weiß Ihre neue Begeisterung für die Erhöhung der Reviersicherheit zu schätzen. Frag mich allerdings, wofür wir Überwachungskameras in der Leichenhalle brauchen. In meinen fast 40 Jahren als Gerichtsmediziner habe ich noch nie erlebt, dass eine Leiche ein Verbrechen begangen hätte. Ich bin mir sicher, dass es hier im Gebäude andere Stellen gibt, wo Überwachungskameras bei der Entdeckung von Kriminellen sehr viel sinnvoller eingesetzt werden könnten. Und ich spreche hier nicht von den Aufnahmezellen. Erst letzte Woche durfte ich wieder ein Etikett an so einem armen Seele anbringen, hatte ein Loch im Kopf von etwas, das mich sehr an einen Schlagstock erinnerte, so wie unsere Polizisten ihn tragen. Wenn es Überwachungskameras im Forschungslabor statt in der Leichenhalle selbst gegeben hätte, hätten wir vielleicht denjenigen erwischt, der in diesem Fall die Beweismittel vernichtet hat. Dr. S. Kino Potze. Potzau. Gerichtsmediziner. Ah, okay. Überwachungskamera. Okay, und dann denke ich mal, ist das hier bestimmt die Leichenhalle. Und da ist auch schon die Kamera. Ah, sehr schön. Ist hier noch eine? Okay.
Okay. Ist hier noch eine? Hier irgendwas? Da ist eine Leiche. Und wen haben wir hier? Die Kamera ist tot, oder? Ja. Hier ist auch nichts. Und was mache ich jetzt hier? Ah, alle tot. Habe die Agenten Blaustein und Madison. Oh. Jemand hat die Implantate herausgeschnitten. Was machen wir jetzt? Wenn möglich, den Implantaten folgen. Hier ist eine Sicherheitskamera. Gute Idee. Wir verfolgen die Implantate über die Aufzeichnungen der Kameras. Der Überwachungsraum ist im obersten Geschoss. Okay. Ist das jetzt schlimm, dass ich sie kaputt gemacht habe oder nicht? Ich hoffe, jetzt kommt hier niemand. Ah! Habt ihr das gesehen? Der hat gezuckt. Lebt er noch? Ich glaube, ich bringe den mal. Oh Gott, der zuckt. Der lebt noch. Ich bringe den mal dahin, wo er hingehört. In die Leichenhalle. Nicht, dass den hier noch jemand findet oder so. Ich weiß nicht, muss ich die Leichen hier eigentlich verstecken? Ist das wie bei Riddick auch? Ist auch immer gut, die zu verstecken. Ich mach's einfach mal. Was hat denn der vorne dran? Was ist das denn? Ach, ein Laptop. Ha, cool. So. Komm schon, geh auf die Tür. Ach ja, Quicksafe wollte ich unbedingt mal wieder einsetzen. Nicht, dass ich wieder von vorne anfangen muss. Okay. Allerdings würde mich interessieren, was da hinten in der Tür ist. Ich hatte doch diese komische. Ich setze die gleich ein. Oh mein Gott, da sitzt ja wirklich einer drin. Oh, und er guckt sich eine Wintersendung an. Mit Schnee. Oder mit Ameisen. Ja. Okay, dann. Nee, ich glaube, ich kann den nicht ausschalten, oder? Das ist mir jetzt zu gefährlich, weil ich sowieso gerne diese Konfrontationen vermeide. Oder vermeiden möchte. Weil ihr wisst ja, was dann passiert. Tod und neu und von vorn und das macht langsam nämlich keinen Spaß mehr. Okay, das ist nur ein Treppenhaus. Anscheinend sind diese, so kommt es mir jedenfalls vor, berichtigt mich gern, sind die Türen, die ich direkt öffnen kann. Da wartet anscheinend kein Gegner direkt hinter mir und die, die verschlossen sind, da ist wahrscheinlich ein Gegner drin. Obwohl ich mich frage, wieso schließt sich dieser eine Typ dort in diesem Kämmerlein ein? Wer weiß, was der sich dort noch anguckt. Boah. Wenn ich schon mal dabei bin. Ich kann ich zwar jetzt einfach öffnen, aber. Okay, hier scheint auch nicht mehr zu sein. Obwohl mir das irgendwie ein bisschen suspekt ist. Ich speichere noch mal schnell. So, Tür öffnen. Oh mein Gott. Alarmstufe Rot, hab eine Leiche gefunden. Oh. Da hat jemand eine Leiche gefunden. Oh, da ist einer. Ich will Ihren Vorgesetzten sprechen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Holen Sie den Vorgesetzten. Der ist nicht da. Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mich beschweren. Da müssen Sie zum Tresen rechts von Ihnen. Gut. Was? Sie wünschen? Sie sind derselbe Polizist. Ja, aber das ist unser PR-Tresen. Gut. Ich möchte mich beschweren. Natürlich. Ich möchte Sie dann bitten zu warten, bis Sie an der Reihe sind. Ist hier irgendwo ein Lichtschalter? Ich habe Angst. Was mache ich jetzt?